Der Megalodon ist seit etwa 2,6 Millionen Jahren ausgestorben. Oder etwa nicht? Im Jahr 2022 entdeckten Wissenschaftler vor der Küste Australiens einen Haifriedhof. Als sie ihre Netze auswarfen, um Tiere für Studien zu sammeln, waren sie schockiert, hunderte von Haizähnen zu finden. Diese Zähne stammten von Markus, weißen Haien und einem Hai, von dem sie glaubten, dass er sich aus dem Megalodon entwickelt hatte. In den 1960er Jahren entdeckte ein Millionär im Great Barrier Reef in Australien einen riesigen Hai. Der Millionär und seine Freunde waren auf ihrem 26 Meter langen Boot unterwegs und mussten ihren Anker setzen, um einige Reparaturen am Motor vorzunehmen. Während sie die Reparaturen durchführten, waren die Männer an Bord absolut schockiert, als sie den größten Hai, den sie jemals gesehen hatten, langsam neben ihrem Schiff schwimmen sahen. Die Männer kamen schließlich zu dem Schluss, dass es definitiv kein Wal war, sondern tatsächlich ein Hai. War dies der Megalodon?